Das fränkische Dirndl ist wieder auf dem Vormarsch. Im Trend, die traditionelle Tracht kombiniert mit modischen Details. Inspiration holt sich Trachtenschneiderin Gabriele Ilius aus alten Darstellungen fränkischer Trachten. Ich kopiere es nicht eins zu eins. Ich mache also weniger die historischen Trachten, außer ein Kunde möchte das. Aber ich übertrage diese Details auf schlichtere, modernere Kleidungsformen, so wie man auch heute sich wohlfühlen würde. Typisch fränkisch ist die Farbe Rot. Früher wie heute tragbar und ein echter Hingucker. Das moderne Mieder aus Jeans ist gespickt mit einem witzigen Detail, der Kordel am Ausschnitt. So sieht die moderne Alltagstracht von heute aus. Die Farbe Frankens steht auch dem Herrn ausgezeichnet. Die Weste schlicht und tragbar für alle Anlässe. Wer Tracht trägt, sollte auch mal mutig sein, fordert die Trachtenschneiderin. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man ruhig mal zu Kleidungsstücken das Ganze kombiniert, die mit Tracht gar nichts zu tun haben. Also ich sage, in Südbayern ist es gang und gäbe, dass die Frauen und Männer ihre Trachtenteile zur Jeans anziehen oder mal ein T-Shirt unter einem Dirndl anziehen. Die moderne Tracht von heute ist geprägt von traditionellen Farben und Stoffen, aber auch modernen, witzigen Details. So angezogen kann die Volksfestsaison beginnen. Der perfekte Style für alle modebewussten Franken. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.